Ich werde die nächsten 30 Tage nur Fleisch, Eier, Salz und Wasser konsumieren. Und zwar nennt sich das Carnivore-Diät. Und wie genau diese Diät funktioniert und was die Vor- und Nachteile sind in der ersten Woche, die ich bereits rum hatte, werde ich in diesem Video erläutern. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus Thailand. Das soll ein Erfahrungsbericht sein mit aktuellen Updates, bis ich diese Diät beende. Ja, aber zuerst einmal, was ist eine Carnivore-Diät? Eine Carnivore-Diät ist eine Diät, wo man nur tierische Produkte essen sollte. Und vor allem keine Kohlenhydrate, keinen Zucker, aber auch keine pflanzlichen Produkte. Ich werde euch hier auch einen YouTube-Kanal verlinken, von Dr. Anthony Jaffe. Es gibt mittlerweile sehr viele Ärzte, die sich auf Carnivore-Diäten spezialisiert haben, die selber auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten Carnivore leben und eben auch auf YouTube Videos machen. Der Link von diesem Kanal, den ich sehr empfehlen kann, ist zwar ein englischsprachiger Kanal, aber die meisten von euch werden dem sicherlich auch folgen können. Für diejenigen, die es interessiert, ich werde jetzt hier nicht in die Details gehen und erklären, was eine Carnivore-Diät ist, weil hierfür gibt es eben Ärzte, die das viel, viel besser machen als ich. Deshalb überlasse ich das denen, bevor ich hier irgendwelche Fehler mache oder Unsinn erzähle. Was man aber generell sagen kann, ist, dass eben die Leute, die an die Carnivore-Methode glauben oder an den Lebensstil, eben es ist ja nicht nur eine Diät, sondern auch ein Lebensstil. Viele Leute, die leben schon seit Jahrzehnten Carnivore und die sagen eben auch, dass der Konsum von tierischen Produkten sehr positiv sich auf den Körper des Menschen auswirkt. Einerseits natürlich auf die Fettverbrennung, da ja keine Kohlenhydrate oder auch pflanzliche Substanzen zugefügt werden, verbrennt der Körper nur Fett zur Energiegewinnung und eben auch Proteine, die ja auch in den tierischen Produkten reichlich enthalten sind, wie aber auch Mineralien und Vitamine, die oft mit dem Fleisch kommen oder eben mit anderen Produkten, aber auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Viele Menschen, und es sind mittlerweile schon Hunderttausende, die Carnivore leben oder diese Diät gemacht haben, und es gibt auch schon sehr, sehr viele sehr positive Studien zu diesem Thema, die sind dann meistens auch verlinkt bei dem YouTuber, den ich hier empfehle, für die, die es interessiert. Der hat auch sämtliche Studien von den verschiedenen Universitäten oder auch von anderen Quellen unten in den Videos verlinkt. Da kann man sich auch noch vertieft mit dem Thema beschäftigen, für diejenigen, die hier auch noch die Nachweise benötigen. Aber eben, es soll einerseits Auswirkungen haben auf Gewichtsverlust, und zwar massiv. Also alle, die Carnivore-Diät machen, die verlieren massiv an Gewicht. Und im Weiteren berichten auch sehr, sehr viele Leute, dass Krankheiten, teilweise sogar sehr heftige Erkrankungen, darüber wird dann in den Videos vom Doktor auch berichtet, da gibt es sehr viele Erfahrungsberichte, dass auch diese auf Dauer verschwinden. Ja, das hört sich natürlich alles sehr interessant an, aber ist das auch wirklich so, wie die Leute berichten? Es wird ja sonst auf YouTube sehr viel Unsinn verbreitet und deshalb habe ich gedacht, komm, ich mache die Diät mal selbst. Und ich muss hier schon mal vorne wegnehmen, es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Carnivore-Diät mache. Früher hieß die zwar ein bisschen anders, war nicht so extrem wie die Carnivore-Diät, aber früher hieß die Atkins-Diät. Und als ich noch in der Schweiz gelebt hatte, habe ich immer mal wieder zum Abnehmen diese Diät gemacht, wo man eben auch praktisch nur Fleisch isst. Und ich habe damals schon massiv an Gewicht verloren. Ich bin dann mit einem Gewicht von 75 Kilo auf eine Größe von 1,85 Meter nach Thailand ausgewandert. Und zwar vor 13 Jahren. Also vor 13 Jahren bin ich mit einem Gewicht von 75 Kilo nach Thailand ausgewandert. Viele von euch schauen ja meine Videos schon über einen längeren Zeitraum und wissen, dass ich mich in Thailand regelrecht
durch die Streetfood-Stände gefressen habe. Man kann es nicht anders nennen. Ich esse süß wie die Sau, ungesund, öliges Zeug, fettiges Zeugs. Einfach gerade alles, was mir vor die Zunge kam. Und habe dementsprechend in den letzten 13 Jahren auch ziemlich zugenommen. Ich habe mich zwar immer sehr wohl gefühlt, aber bin aktuell bzw. vor einer Woche war ich bei einem Gewicht von 93 Kilo auf meine Größe von 1,85. Ist auch noch nicht schlimm. Konnte jetzt die letzten 3-4 Jahre immer ein Gewicht zwischen 90 bis 93 Kilo halten. Habt ihr auch in den Livestreams immer gesehen, für diejenigen, die die Livestreams verfolgen. Wenn ihr gesagt habt, Mario, geh mal vor den 7-Eleven, stell dich auf eine Waage und siehe da, ich habe immer irgendwo zwischen 90 bis 93 Kilo gehabt. Ja, jetzt bin ich aber an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich muss mal wieder etwas abnehmen. Ich will mal wieder runter auf 80 Kilo, was gemäß dem BMI, dem Body Mass Index, ein absolutes Idealgewicht für mein Alter und meine Größe ist. Ja, wie gesagt, vor einer Woche hatte ich 93 Kilo, sogar noch ein bisschen mehr, es waren 93,5. Und immer wenn ich 93 überschreite, dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Dann sagt mein Kopf, hey, jetzt wirst du langsam zu dick, jetzt musst du wieder abnehmen. Und was habe ich in der Vergangenheit dann immer gemacht? Einfach weniger gegessen, bis ich wieder irgendwo zwischen 90 und 93 Kilo war. Dann hast du wieder mal so eine Fressattacke gehabt. Dann warst du wieder auf 93 Kilo, dann hast du wieder mal ein bisschen Diät gemacht. Obst und Gemüse gegessen, dann ging es wieder ein bisschen runter, aber eigentlich nie so richtig nachhaltig. Jetzt will ich aber runter auf 80 Kilo und das ist eine schöne Nummer, weil es sind auch saftige 13 Kilo, die ich hier verlieren muss. Und ich kenne halt einfach keine gesunde Diät, gesund in Anführungszeichen natürlich, es gibt auch viele Leute, die die Carnivore-Diäten nicht als gesund empfinden. Ich sehe das ein bisschen anders, weil eben auch über tausende von Jahren Menschen auf dieser Welt Carnivore gelebt haben, auch in extremen Gebieten, wie zum Beispiel am Nordpol oder am Südpol, wo sich die Inuit, auch Eskimo genannt, tausende von Jahren am Nordpol überlebt hat, nur durch den Verzehr von Fleisch. Die haben ja nichts anderes dort oben als Tiere, die sie essen konnten. Und die Leute waren fit, davon geht man zumindest aus, sonst könnte man in so einer Umgebung nicht jagen und überleben. Und auch viel früher haben die Menschen, und da bin ich auch davon überzeugt, dass es eine Zeit gab, wo der Mensch über tausende von Jahren nur Carnivore gegessen hat, also eigentlich sich nur von Fleisch ernährt hatte. Irgendwann kamen dann vielleicht noch ein bisschen Beeren dazu und über die Zeit hat er sich dann zum Omnivor entwickelt, also vom Fleischfresser zum Pflanzenfresser oder eben auch Allesfresser. Ja, 13 Kilo müssen weg und diese 13 Kilo, die werde ich wahrscheinlich nur runterbringen und das auch nachhaltig, wenn ich mich eben auf die Carnivore-Diät beschränke. Der Vorteil bei dieser Diät werden wir uns auch noch anschauen, sowie auch die Nachteile. Aber jetzt gehen wir zuerst einmal zum nächsten Punkt. Und zwar, wie viel Gewicht habe ich in der ersten Woche Carnivore-Diät verloren? Ja, beim Gewichtsverlust war ich wirklich extremst positiv überrascht. Ich hätte das so nie gedacht. Und zwar habe ich ja mit 93,5 Kilo gestartet und habe sage und schreibe 6,5 Kilo in einer Woche verloren. Klar, das meiste davon ist Wasser. Ja, das ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass man in der ersten oder in den ersten zwei Wochen sehr viel Gewicht verliert bei einer Diät. Bei der Carnivore-Diät, ich habe die auch in der extremen Form gemacht, im Titel habe ich es erwähnt, ich werde die nächsten 30 Tage mich nur von Fleisch, dazu zählt natürlich alles, also Seafood, Fisch, Hähnchen und halt eben alle Fleischsorten, wie von Eiern, dazu zählen alle Eier, die es gibt, Enteneier, Hühnereier etc., Salz, das einzige Gewürz, das ich verwenden werde,
und Wasser, nur reines Wasser, natürlich auch mit Kohlensäure geht auch, aber keine Zusätze, nichts habe ich reingemacht, sondern nur so habe ich mich die erste Woche ernährt. Und beim Fleisch in der ersten Woche habe ich darauf geschaut, dass ich möglichst fettiges Fleisch esse. Denn bei dieser Diät ist es wichtig, dass man sehr viel Fett zu sich nimmt, damit das Sättigungsgefühl eintritt und dass der Körper eben mehr Fett auch verbrennt und somit eben auch die Fettpolster beginnt abzubauen. Durch das, dass der Körper ja keine Kohlenhydrate bekommt, muss der Stoffwechsel nicht immer umstellen von Fettverbrennung auf Kohlenhydrate etc., sondern er wird einfach nur die ganze Zeit Fett verbrennen. Während dem Essen, nach dem Essen und eben auch in der Ruhephase. Ja, was waren die positiven, und danach komme ich auch noch zu den negativen Folgen der ersten Woche. Positive Folgen, die erste natürlich einen massiven Gewichtsverlust, was ich nie gedacht hätte. Dann ein weiterer Punkt war, dass ich kaum hungrig war. Es ist zwar extrem komisch, viel Fett zu essen. Dr. Anthony Chaffee sagt in seinen Videos, dass man so viel essen soll, bis man nicht mehr essen will, bis das Essen nicht mehr schmeckt. Und bei mir ist das auch genauso eingetreten. Wenn ich zum Beispiel Schweineschwarte gegessen habe oder zum Beispiel Schweinshaxe, dann hat das natürlich Fleisch und vor allem sehr viel Fett, meistens auf dem Grill gemacht oder in einem Backofen gebacken, ohne Zusätze, also kein Pflanzenöl etc., wenn dann nur tierische Fette, aber das Fleisch ist ja fettig genug, dass da genügend Öl auch rauskommt oder Fett, um es korrekt zu sagen, dass man auch dann in der Bratpfanne, wenn man Fleisch brät, fettiges Fleisch, muss man ja kein Öl dazugeben, Butter würde gehen, Butter ist okay, aber sonst nichts. Und man nimmt da wirklich viel Fett zu sich und wird deshalb eben auch sehr, sehr schnell satt. Und das Interessante ist eben auch, einerseits ist ja Fett dann der Energielieferant, also du hast dann auch richtig Power und bist fit, fühlst dich kraftvoll durch Fett und Proteine, aber es hält auch extrem lange an. Das Sättigungsgefühl nach so einer fettreichen Mahlzeit hält über x Stunden an, sodass du nicht wie bei anderen Diäten permanent einen Heißhunger hast. Bei mir war es dann so, dass ich in der ersten Woche, ich wollte zwar dreimal täglich essen, ganz normal, aber durch das eben die Mahlzeiten so fettig waren, habe ich nur zweimal pro Tag gegessen. Mehr konnte ich einfach nicht essen. Und das war einmal so plus minus um 10 Uhr morgens und das zweite Mal so zwischen 16 und 17 Uhr abends. Dann ein weiterer positiver Punkt ist oder waren die Kosten. Einige werden jetzt denken, ja, der isst ja nur Fleisch und Eier und Salz und trinkt Wasser. Das wird ja sauteuer sein. Nein, ist es eben nicht, weil du isst viel weniger. Wenn ich eine Schweinshaxe kaufe oder auch was anderes, verarbeitetes Fleisch ist hier nicht wirklich zu empfehlen. Meinerseits, es gibt Leute, die essen das bei der Carnivore-Diät, also zum Beispiel Frühstücksspeck, Würste oder so, aber das würde ich nicht empfehlen. Ich würde wirklich richtiges Fleisch kaufen, zum Beispiel beim Metzger oder im Supermarkt. Rotes Fleisch, möglichst fettig. Beef, also Rindfleisch, Kalbfleisch, auch sehr gut, ist wahrscheinlich sogar das beste Fleisch für diese Diät. Aber natürlich auch Schweinefleisch eignet sich hier sehr gut, wie auch Lamm, Schaf und, was es da alles gibt. Und eben, wie gesagt, durch das, dass ich halt nur zwei Mahlzeiten pro Tag gegessen habe, an ca. 200 Gramm Fleisch pro Mahlzeit Maximum, haben sich die Kosten hier bis dato auch wirklich in Grenzen gehalten. Für diejenigen, die Leitungswasser trinken können, die haben da nicht mal große Ausgaben, also eigentlich nur für Salz und Fleisch. Eier sind sowieso auch sehr günstig. Also die Carnivore-Diät ist nicht mal so teuer, als wenn ich mich jetzt normal ernähre, Fleisch, Gemüse, Süßwaren, Öle und weiß ich was alles kaufe, um dann zu kochen, da gebe ich wesentlich mehr Geld aus, als wenn ich mich nur von Fleisch ernähre.
Und ein weiterer riesiger Vorteil ist auch der Toilettengang. Zweimal pro Woche nur noch auf die Toilette, um das große Geschäft zu verrichten. Ein negativer Effekt, den man hier zu Beginn hat, ist, dass es zu Beginn etwas flüssiger kommen wird, weil man halt nur noch Fett verdaut und eben auch die Fettzellen verbrennt. Der Vorteil ist aber, durch das, dass man ja nur noch Fett und Proteine zu sich nimmt und keine Kohlenhydrate mehr, verbrennt in der Regel der Körper das meiste, was man zu sich nimmt. Deshalb gibt es kaum noch Ausscheidungen. Und deshalb ist das auch ein Grund, warum das eben viele Leute, die auch Probleme haben, aber das wird durch der entsprechende Arzt in der Videoempfehlung dann auch so erläutern, warum das eben viele Menschen diese Diät auch machen, um gesundheitlichen Problemen vorzubeugen oder gegen diese vorzugehen, weil man eben auch viele Probleme lösen kann, die entstehen im Magen-Darm-Trakt. Okay, ich habe aber schon gesagt, ein Nachteil ist, dass man beim Stuhlgang nicht mehr, also eher halt ein bisschen Durchfall hat, vor allem die ersten Wochen, und da sind wir jetzt gerade bei den Nachteilen. Und ja, das ist korrekt, die ersten Wochen hat man da ein bisschen flüssiger. Grund dafür ist eben auch, dass man irgendwann in die Detox-Phase kommt. Das Video hier, das zielt jetzt auf die erste Woche meiner Carnivore-Diät ab. Ich befinde mich aber jetzt gerade in der zweiten Woche. Deshalb, das kommt dann in einem weiteren Video, in einem weiteren Update. Aber irgendwann kommt die Detox-Phase, also die Phase, wo dein Körper entgiftet. Und das geschieht durch die Fettverbrennung. Wenn du abnimmst, werden die Giftstoffe, die in deinen Fettzellen, in deinen Fettpolstern über die Jahre gelagert wurden, die werden sich dann auch dort wieder loslösen, die kommen dann raus. Und das verursacht auch Probleme. Und die Probleme, die ich hier vor allem in der ersten Woche hatte, in der zweiten Woche wurde es dann noch etwas schlimmer, aber wie gesagt, das dann im nächsten Video, das sind Kopfschmerzen, dann eben vermehrt Durchfall und ein weiterer Punkt ist auch der mögliche Vitaminmangel. Ja, wenn man jetzt den Carnivore-Profis zuhört, dann sagen die, so eben auch die Ärzte, dass man in der Regel bei einer Carnivore-Diät die nötigen Mineralien und Vitamine über den Fleischkonsum oder über den Konsum von tierischen Produkten auch aufnimmt, weil Fleisch eben auch die notwendigen Mineralien und Mineralstoffe, Vitamine etc. enthalten. Ich habe aber gemerkt, dass ich immer sehr müde war zu einem gewissen Zeitpunkt. Da müsste man dann wieder mehr Fett essen, wird empfohlen. Ich hatte aber da nie Hunger, weil ich immer noch satt war und habe dann hier zu einem Ergänzungspräparat gegriffen, wo man einfach zusätzlich noch Mineralien aufnimmt, Vitamin C und halt Calcium und Magnesium, vor allem weil halt in Thailand das Leitungswasser, also beziehungsweise das Leitungswasser hier trinkt man nicht, aber das Wasser, das man kauft, kaum Mineralien hat, das gereinigt wird und kaum oder keine Mineralien zugesetzt werden. Das ist natürlich in Europa nicht so. Dort hat Leitungswasser sehr viel Magnesium und Calcium, was wahrscheinlich das Problem, das ich habe, ein bisschen verringern würde. Ja, deshalb nehme ich hier so ein paar Vitaminpillen zusätzlich ein, um eben die nötigen Vitamine zu bekommen. Hier ist aber ganz wichtig, dass man Vitamine zu sich nimmt ohne Zusatzstoffe. Also ohne Zucker, ohne Kohlenhydrate, ohne sonst irgendwelchen Schrott drin, sondern wirklich nur Zusatzstoffe, also Vitamine oder Magnesium, Calcium, das in reiner Form dort vorhanden ist und dich dann nicht aus der Ketose rausschmeißt. Die Ketose ist eben der Zustand, der entsteht, wenn du dich nur von Fleisch oder von tierischen Produkten ernährst und der Körper dann irgendwann nur noch in die Fettverbrennung übergeht, dann bist du in der sogenannten Ketose. Und die Ketose willst du auch möglichst lange beibehalten, ohne die zu unterbrechen. Und die wird eben unterbrochen, sobald der Insulinspiegel ansteigt, und der steigt an, wenn du Zucker oder eben auch kohlenhydrathaltige Produkte konsumierst.
Ja, und durch die Einnahme dieser Präparate ging es mir natürlich dann auch plötzlich viel, viel besser. Wodurch auch die erste Woche für mich dann relativ schnell rumging. Ich habe mich natürlich auch auf diese Diät vorbereitet. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach die erste Woche gestartet habe, Fleisch, möglichst fettiges Fleisch gegessen habe und dann habe ich irgendwie nach Tag 3 oder 4 gemerkt, das geht mir nicht so gut, weil mir vielleicht die Mineralien fehlen oder dass eben die Auswirkungen vom Detox sind und habe dann erst die Präparate gekauft. Nein, ich habe eben bereits auf Ratschlag der Ärzte, der Carnivore-Ärzte, diese Präparate im Vorhinein gekauft, um dann eben, falls die Symptome kommen, dass ich die dann einnehmen kann. Und ein weiterer negativer Punkt, der aber viele eher als positiv bezeichnen, ist, dass ich sehr, sehr viel trinken musste. Also ich war extremst durstig und habe pro Tag circa 4 Liter, vielleicht sogar noch mehr, getrunken. Das Problem aber hier in Thailand ist, wenn ich so viel trinke, vor allem Wasser, was eben kaum Mineralien hat, dann werde ich eben die wenigen Mineralien, die ich durch den Fleischkonsum oder den Konsum der tierischen Produkte zu mir nehme, spüle ich oder wasche ich so gleich auch wieder raus. Deshalb wäre es halt hier auch wichtig, dass man vor allem bei den Elektrolyten schaut, dass man eben genügend Elektrolyte zu sich nimmt, aber eben Elektrolytpräparate ohne Zucker etc. Dann noch ein weiterer negativer Punkt aus meiner Sicht für mich hier in Thailand, für Leute, die in einem kälteren Land leben, wahrscheinlich ein sehr positiver Nebeneffekt und das ist die Wärme. Wenn ich nur Fleisch konsumiere oder nur tierische Produkte und eben auch mein Stoffwechsel, meine Fettverbrennung aktiv wird und meine Fettpolster verbrennt, erzeugt das Energie, Hitze. Und durch das, dass ich eben mich so ernähre, habe ich zurzeit auch sehr, sehr heiß. Also man merkt das auch nachts. Ich muss sehr oft die Aircon einschalten, weil sich mein Körper halt eben auch erwärmt. Aber nur immer nach dem Fleischkonsum, sobald wieder frisches Fett in den Ofen kommt und der Stoff, also der Stoffwechsel beginnt eben Fett zu verbrennen. Da werden sich jetzt wahrscheinlich einige Frauen freuen, die immer relativ schnell kalt bekommen. Ja, vielleicht mal auf Fleisch oder auf Fettkonsum umsteigen, dann wird da die Heizung wieder mal so richtig angeschmissen. Ja, dann jetzt, wie fühle ich mich nach der ersten Woche Carnivore-Diät? Ich muss sagen, ich fühle mich sehr gut. Auch die negativen Punkte haben jetzt nicht wirklich so einen massiven Impact in meinem Leben, dass ich jetzt sagen muss, diese Diät ist für mich nicht gut. Im Gegenteil. Aber die wahren Ergebnisse werden dann wahrscheinlich mit der Zeit kommen oder auch die wahren Probleme. Und deshalb werde ich euch auch hier auf dem Laufenden halten mit dem nächsten Update, wie es dann nach der zweiten Woche ausschaut, in der ich mich gerade befinde. Ja, das war's von heute mit dem Video zur Carnivore-Diät. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.